Wie sollte die EU mit Saudi-Arabien umgehen nach diesem offenbar staatlich sanktionierten Mord auf Jamal Khashoggi? Es ist ein gewisses Zeitfenster hat sich geöffnet, ja, für Überlebungen. Das sehen wir ja sowohl aus Meldungen aus Washington als auch von verschiedensten EU-Hauptstädten. Wir haben eine ganze Reihe von Problemen. Jetzt hat natürlich der saudische Außenminister zu Recht gesagt, der Fall Khashoggi hat nichts mit dem Jemenkrieg zu tun, hat nichts mit vielen anderen Fragen zu tun. Aber ich würde sagen, es ist eine gewisse Dynamik entstanden. Und jede europäische Hauptstadt hat zu Saudi-Arabien ein ganz spezifisches wirtschaftliches, politisches, historisches Verhältnis. Also wie wir hier jetzt auf einen gemeinsamen Zweig kommen, wird sich weisen. Wir haben es als Tagesordnungspunkt. Aber Sie kennen die österreichische Position. Also wir haben bereits, und das hat jetzt auch nicht direkt, das hat nur noch mit dem Fall Khashoggi zu tun, aber wir haben, was den Jemenkrieg anbelangt, eben bereits 2015 Kriegsmaterialienexport verhängt, sowohl gegen Saudi-Arabien als auch gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ich habe ziemlich klar auch bereits am 8. Oktober eine vollständige und vor allem unabhängige Aufklärung gefordert. Also die Aufklärung, würde ich sagen, ist noch nicht da. Es ist sehr, sehr viel Kommunikation zwischen Ankara, Washington, aber da muss noch viel gearbeitet werden. Sollte nicht die ganze EU zu einer einheitlichen Linie finden, auch mit einem Waffenexportverbot? Aus österreichischer Sicht muss ich sagen, also Waffe ist natürlich der Überbegriff, aber wir kennen die Trennung zwischen Kriegsmaterialien und anderen Waffen. Wir haben uns zu Kriegsmaterialien-Export eben verhängt. Ähnlich kennt das auch Deutschland und die deutsche Bundeskanzlerin hat auch gefordert, ein solches Verbot. Ich habe sie sekundiert, Minister Altmaier, Wirtschaftsminister Deutschland, hat das dann auch noch einmal getan. Und wir haben ja jetzt seit gestern im Jemen eine kleinweise andere Situation durch die Verhängung eines umfassenden Waffenstillstandes. Den hatte ja US-Verteidigungsminister James Mattis bereits eingefordert, auch vor 3-4 Wochen. Ich versuche jetzt noch Informationen zu bekommen, worin genau bestehen die Bedingungen dieses Waffenstillstands, welche Erfolgschance ist ihm zu geben. Aber mein Eindruck aus der Ferne ist, und ich habe diesen Eindruck dann auch ein bisschen bestätigt bekommen im Gespräch mit Außenminister Al-Jubeir von Saudi-Arabien und auch im Gespräch mit dem iranischen Außenminister. Ich habe beide telefoniert vor eben auch dem heutigen Besuch, dass wir einfach hier eine Dynamik haben. Ja. Dieser Krieg hat im März 2015 begonnen. Er ist wie viele Kriege im Nahen Osten ein Stellvertreterkrieg. Und es ist jetzt hoffentlich die Möglichkeit da, so etwas wie einen Honorable Exit aller Beteiligten zu ermöglichen, damit diese größte menschliche Katastrophe seit 1945, Sie kennen die Zahlen von den Millionen hungernden Kindern, von den Choleraepidemien, von den Blockaden, dass dieses Leiden einfach aufhört, dass wieder systematisch humanitäre Hilfe geleistet werden kann und dass alles auch von einem politischen Prozess begleitet wird. Was der Deal sein? Saudi-Arabien zieht sich aus dem Jemen zurück und dann wird über Khashoggi nicht mehr geredet und Waffen werden weiter. Nein, ich sage nicht, dass das in irgendeiner Weise ein Deal ist. Ich sage nur, dass eine gewisse, das ist zumindest meine Feststellung und hier habe ich bestätigt bekommen im Gespräch mit anderen, eine Dynamik da ist. Der Fall Khashoggi war nicht nur irgendein Mord. Listungen, das habe ich noch nicht gesehen. Also ich kenne nur die Listungen seitens der USA, wo man eben eine gewisse Anzahl von saudischen Diplomaten, die unter anderem im Generalkonsulat in Istanbul tätig waren und andere Personen eben auf eine Liste setzt. Aber ich habe einen solchen Entwurf für eine Liste noch nicht gesehen. EU auch eine solche Liste erstellt? Ich habe, was unser Haus anbelangt, gebeten, dass man eben auch sich solche Möglichkeiten ansieht, was eben ganz konkrete Personen anbelangt. Und es ist grundsätzlich immer ganz nützlich, weil es tut dann letztendlich doch den Betroffenen weh, wenn sie nicht mehr diese Reisefreiheit haben, die sie vorher genossen haben. Wie könnte man denn Länder wie Frankreich von einem Waffenembargo gegen Saudi-Arabien überzeugen? Also das ein Kriegsmaterial, ich bleibe es nochmals bei dem, um präzise zu sein, ein Kriegsmaterialienverbot und der Krieg im Jemen wird ja jetzt nicht mit Handfeuerwaffen gemacht oder Jagdgewehren, sondern der Krieg wird mit Drohnen, mit highly sophisticated, also Waffen gemacht. Wir haben sehr, sehr viele Staaten, die weiterhin exportieren. Es ist nicht nur Frankreich, es sind einige andere Staaten auch. Und diese Idee, Sie kennen vielleicht auch die Debatte, die wir in Spanien hatten vor einigen Monaten,
Da hat interessanterweise die spanische Verteidigungsministerin wollte einen Auftrag für eine Werft stoppen. Es war aber dann einfach aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeit, der vielen Arbeitsplätze und so weiter. Also egal, welches Land Sie nehmen, und da ist Spanien sozusagen ein Fall unter mehreren, wo man dann letztendlich den Auftrag als solchen wahrgenommen hat.